Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Eliphas Learys kleiner Serie über Magie. Es gibt eine Sache, die in der Magie sehr wichtig ist und die häufig vernachlässigt wird. Das ist Körperarbeit. Körperarbeit kann auf verschiedenste Arten und Weisen praktiziert werden, stattfinden. Ich gehe da jetzt gleich drauf etwas genauer ein. Keine Bange. Vor ein paar Wochen hatte ich allerdings einen Gedanken, und der soll der Aufhänger sein für diese Episode. Und zwar, Körperarbeit hat das Ziel, die scheinbare Trennung von Geist, Seele und Körper zu überwinden, welche als Resultat mangelnden Körperbewusstseins angesehen werden kann. Also die scheinbare Trennung in Geist, Seele, Körper und so weiter. Ich führe diese darauf zurück, dass die wenigsten Leute wirklich ihr Bewusstsein auf den Körper zurückführen und sich einbilden, das Bewusstsein sei irgendwas anderes. Etwas, was außerhalb des Körpers, außerhalb des Fleisches stattfindet oder existiert. Nun gibt es sehr unterschiedliche Formen von Körperarbeit. Im IOT, bei den Illuminates of Thanateros, lustiger Name, gibt es die Unterteilung in ekstatische und, wie soll man sagen, asketische Formen von Körperarbeit. Also zum Beispiel Hatha Yoga, bei dem man sich die größte Mühe gibt, möglichst bewegungslos dazusitzen. Das ist eher asketisch. Man versucht, die Körperfunktion einzuschränken. Inhibitorisch ist, glaube ich, das Wort, das da benutzt wird, also abschottend. Also man versucht, die Körperfunktionen zu beruhigen, so hat es Crowley, glaube ich, ausgedrückt. Erstmal den Körper beruhigen, dann das Gemüt beruhigen und so weiter, um in die feineren Ebenen der Wahrnehmung des Bewusstseins vorzudringen. Der Ansatz ist nicht verkehrt, man sollte ihn allerdings nicht von vornherein verkleistern und verstellen durch die Hypothese von irgendwas Feinstofflichem, das man zu erreichen trachtet. Man sollte eher darauf achten, dass es darum geht, bewusster zu werden. Bewusster vor allen Dingen mit dem eigenen Körper umzugehen. Hatha Yoga ist ein sehr extremes Beispiel für Körperarbeit und ich finde ein sehr guter Weg, um sich über verschiedenste Ebenen der Körperlichkeit und der Verknüpfung von Körper und Bewusstsein klar zu werden. Dann gibt es andere Arten und Weisen der Körperarbeit. Ich kenne einige Leute, die Kampfsport machen und das mit Magie verknüpfen. Ist eine gute Art und Weise, denn man trainiert den Körper, man hält den Körper fit. Hatha Yoga ist zwar auch eine intensive Art von Training. Ich sag manchmal nicht unbedingt im Scherze, Hatha Yoga ist härter als Bodybuilding. Aber Kampfkunst hat halt eine ganz andere Zielsetzung und eine andere Form von Praxis. Ich find's gut, wenn man beides macht. Und dann gibt's noch einen dritten Bereich, der bei den Illuminaten von Thanateros mit Kampfkunst und so weiter in einen Topf geschmissen wird. Und das ist das einfache Ekstatische, den Körper machen lassen. Ich würde sagen, eins der schönsten Beispiele dafür ist Tanzen. Und zwar nicht unbedingt Tanzen, wie man es im Ballett oder im Jazzdance oder sowas lernt, sondern Tanzen, wie man es in Diskotheken findet. Einfach wild den Körper machen lassen. Geht auf Drum and Bass Partys und tanzt da einmal ordentlich ab. Ihr macht da eventuell, wenn ihr auf den Körper achtet, genauso intensive und gute Erfahrungen wie bei Hatha Yoga oder in der Kampfkunst. Den Körper einfach mal machen lassen, ausrasten lassen und feststellen, dass der Körper sehr viel Bewusstsein hat. Es gibt dieses schöne Beispiel von wegen, wenn man durch die Gegend wandert, dann achtet man nicht bei jedem Schritt darauf, wie man jeden Muskel einzeln bewegt. Das Programm Gehen ist im Körper drin und der Körper weiß, wie er geht. Und wie er mit dem unterschiedlich geformten Boden klarkommt und so weiter, ohne sich weh zu tun. Es gibt in irgendeinem Star Trek-Film diese Bemerkung von Data, die er einem Kind gegenüber macht, von wegen,
Wie kommst du damit klar, dass dein Körper ständig wächst und dass dein Körper im Grunde bei jedem Schritt neu berechnen muss, dass die Beine wieder ein bisschen länger geworden sind? Nun, der Körper macht das Ganze von alleine. Der Körper hat ein Bewusstsein. Das, eher gesagt, das Bewusstsein kommt aus dem Körper, kommt aus dem Fleisch und aus den Knochen und den Nerven und so weiter. Die Summe des Ganzen ist Bewusstsein. Jetzt schauen wir mal ganz kurz in die westliche Mystik und schauen uns die vier Elemente an. Da gibt's in der jüdisch-christlichen Tradition die vier Tiere, den Stier, den Menschen, den Adler und den Löwen. Und dem Menschen ist die Luft zugeordnet. Die Luft ist auch Sprache und Symbolismen, Symbolsysteme, all das. Der Mensch wird dort also eher mit der Sprache als mit dem Körper, als mit dem Ochsen, mit der Materie verbunden. Und ich finde das sehr interessant. Der Mensch ist also eher in seinen Gedanken zu Hause als in seinem Körper. Das sollte man bei all dem, was da so an anderen Ideen durch die Gegend geistert, also Trennung in Körper, Geist und Seele, beachten. Der Mensch ist in erster Linie der Körper und nicht das Denken. Wenn man Körperarbeit macht, kann man erleben, wo verschiedenste Emotionen und andere Dinge im Körper sich festfressen, verankert sind und sich auswirken. Wir kennen da eine ganze Menge Sprichworte, von wegen, man hat einen Kloß im Hals, einem rutscht das Herz in die Hose, man hat Schmetterlinge im Bauch und so weiter. Lauter Sprichworte, die sich auf die Körperlichkeit beziehen und auf die Art und Weise, wie Emotionen und Körper zusammenhängen und zusammenarbeiten. Wir sind also nicht so wie Wir sind also nicht wirklich in unserer Gedankenwelt zu Hause, auch wenn sich viele Menschen in dieser Gedankenwelt sehr gerne und sehr leicht verlieren. Wir sind im Körper zu Hause. Man sollte also in der praktischen Magie Körperfeindlichkeit ignorieren und gucken, wo ist man irgendwie in seinem Denken, in seiner Vorstellungswelt körperfeindlich und versucht, das Denken, die Luft vom Fleisch, von der Erde zu trennen. Sollte diese Trennung versuchen zu überwinden. Da gibt's einen Namen und ich weiß, wenn ich mit dem Namen jetzt anfange, gerate ich in die Versuchung und die Verlockung, über den Kerl abzulästern. Der Name lautet Wilhelm Reich. Wilhelm Reich war, soweit ich weiß, ein Schüler von Sigmund Freud und bis zu einem gewissen Punkt in seinen Arbeiten hat er sehr gute Dinge entdeckt. Nur hat er dann leider irgendwann den fixen Gedanken gehabt, die fixe Idee gehabt, dass er eine Entdeckung gemacht hat. Diese Entdeckung nennt er Orgon und ab dem Punkt hörte er auf, Wissenschaftler zu sein. Denn er wollte dieses Orgon nur noch verifizieren, also belegen, und hat jede Widerlegung einfach ignoriert. Diese Ignoranz disqualifiziert ihn als Wissenschaftler. Bevor er die Idee des Orgons hatte, hatte er aber eine andere Idee, und die finde ich sehr wertvoll. Der emotionale Körperpanzer. Das bedeutet, dass Emotionen sich in den Muskeln festsetzen und dort sich durch wiederholtes Vermeiden dieser Emotionen immer stärker festsetzen. Der Körper wird also für die Teile, die man nicht bewusst verarbeiten will, zu so einer Art Müllhalde. Und irgendwann ist die gesamte Muskulatur vollgestopft mit emotionalem Ballast und ja, dann hat man ziemliche Probleme. Hatha Yoga, ekstatisches Tanzen, Kampfkunst, derartige Dinge helfen einem sehr dabei, all das zu überwinden. Also, um das Thema Reich abzuschließen, emotionale Körperpanzerung, Topgedanke, Orgon, kompletter Bullshit.
Ich habe das Lästern vermieden. Wunderbar. Hey. Also Körperarbeit sollte, ich nehme den Zettel nochmal, sollte das Ziel haben, die scheinbare Trennung von Körper, Geist und Seele zu überwinden, welche als Resultat mangelnden Körperbewusstseins angesehen werden kann. Und das darf ich jetzt gleich noch ans Englische übersetzen. Scheiße. Okay, ich mache mich ans Übersetzen, wünsche euch allen sehr viel Spaß und hoffe, euch hat diese Ausgabe was gebracht. Wenn nicht, fangt an, in der Kommentarsektion unten abzulästern. Sehr viel Spaß, alles Gute und genießt das Leben und die Körperlichkeit. Adio.